So langsam wird es eng auf dem Berliner Platz. Und man merkt es überall, nicht nur bei den Wocholtern, auch bei den Schaustellern ist die Vorfreude auf das Kirmeswochenende groß. Natürlich, Bocholt ist mein bester Platz vom ganzen Jahr. Bocholt ist der einzige Platz, wo ich mein großes Geschäft noch aufbaue, weil die Kapazität auf den anderen Plätzen nicht mehr nötig ist, quasi. Und ich habe hier die höchsten Tageseinnahmen im Imbiss. Da kommt die Rheinwiese in Düsseldorf nicht mehr dran. Wobei ich da aber größer bin, mehr Biergarten habe und alles. Natürlich, und 10 Tage ist auch klar, ne? Aber ich freue mich jedes Jahr auf Bocholt. Und hier muss nur das Wetter stimmen und dann ist alles gut. Es scheint so, als könne auch das Europarad es kaum noch abwarten und dreht schon mal ein bisschen auf. Aber hier steht nur der Routineputz an. Wir sehen, es ist genug Eisen, was gewaschen werden muss. Und jetzt haben wir gut 4 Tage Zeit, also kriegen wir alles picobello sauber in den 4 Tagen. 42 Gondeln, 46.000 LEDs und über 300 Tonnen Stahl verteilt auf 55 Meter Höhe. Da kommt beim Putzen bestimmt keine Langeweile auf. Aber weil es oben dennoch schöner ist, drehen wir mal unser erstes Ründchen mit dem Europarad auf Bocholter Boden. Von hier oben sieht auch Willi Kipp, da unten ist schon einiges zusammengekommen. Mit seinen Gedanken aber ist auch er schon bei der Kirmes, vor allem aber beim Wetter. Das nämlich entscheidet bei den Schaustellern, ob die Saison doch noch ein versöhnliches Ende nimmt. Dieses Jahr hatten wir natürlich alle scheiß Wetter und davon sind natürlich alle Schausteller betroffen. Deswegen würden wir uns jetzt sehr freuen, wenn jetzt der Saisonendsport noch hinhaut. Ich meine, wir haben gar keine Winterpause, wir sind das ganze Jahr unterwegs. Wir sind jetzt, fahren zum Beispiel jetzt von hier aus nach Hochheim, dann nach Lyon, da sind wir dann 3 Monate und dann fahren wir im Ostern schon wieder raus. Da sind dann 3 Wochen Zeit. Derzeit wird dann TÜV alles gemacht an den Fahrzeugen und dann geht es schon wieder los. Dann beginnt für uns schon wieder die Saison, also wir sind das ganze Jahr unterwegs. Grund genug, auch einmal innezuhalten und den ersten Blick über Bocholt zu genießen. Dann aber geht es auch für uns wieder zurück auf den Boden, wo die nächsten Karussells in Bocholt ankommen. Na denn, herzlich willkommen!